Guten Tag, mein Name ist Elgin Eckert und dieser Vortrag heute ist über Francesca Melandris Buch Eva dorme, Eva schläft. Francesca Melandri wurde 1964 in Rom geboren und fing ihre Karriere als Drehbuchautorin für Fernseh- und Kinofilme an. Ihr Buch Eva dorme, welches in 2010 in dem berühmten italienischen Verlag Mondadori herauskam, war ihr erster Roman. Es folgten zwei andere, Più alto del mare in 2012 und Sangue giusto in 2017. Die Bücher sind alle in Deutsch übersetzt worden. Eva dorme als Eva schläft, Più alto del mare als über Meereshöhe und Sangue giusto als alle außer mir. Heute geht es, wie schon gesagt, um das Buch Eva dorme, welches in 2010 von dem großen italienischen Verlag Mondadori herausgegeben worden ist. Das Buch in der italienischen Ausgabe ist wieder aufgelegt von dem großen Verlag Bompiani. In Deutsch kam das Buch als Eva schläft in der Übersetzung von Bruno Genzler in 2011 heraus und ist jetzt in der 10. Auflage von dem Verlag Wagenbach herausgegeben. Diese Auflage ist die Auflage, die ich für meine Zitationen in diesem Vortrag benutzen werde. Wagenbach beschreibt das Buch: Der Roman einer Provinz ohne Vaterland und eines Mädchens ohne Vater. Eva ist Anfang 40, als sie einen Anruf von dem Mann erhält, der eine Zeit lang die Rolle ihres Vaters einnahm, bevor er verschwand. Vito Anania. Er liegt im Sterben und will Eva noch einmal sehen. Sie reist mit dem Zug von Südtirol quer durch Italien in den äußersten Süden. In ihrer Erinnerung entfaltet sich unterwegs ihre ganze Kindheit. Sie wuchs in einer Region auf, die jahrzehntelang der Spielball bedrohlicher Allianzen war und dann den Aufbruch wagte. Geprägt wurde Eva von der Liebe ihrer Mutter, die ihr Vorbild war und Schutz. Der Inhalt des Buches ist die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, Eva, aber auch die Geschichte Südtirols von 1919 bis 1992 und besonders die Geschichte der 60er und 70er Jahre in Südtirol. Die Struktur spiegelt den Inhalt wider. Die Vergangenheit von Gerda wird geschichtlich vorwärts, aber durch Flashbacks erzählt. Die Reise von Eva wird von Norden nach Süden mit Kilometerangaben erzählt. So findet man zum Beispiel die Kapitel 1919 gefolgt von Kilometer 0, 1925 bis 1961 Kilometer 0 bis 35. 1961 bis 1963, Kilometer 35 bis 230 und so weiter, die sich alternieren. Das Buch hat zwei Erzählerstimmen. Die erste Erzählerstimme ist die von Eva. Die Kapitel, in denen Eva erzählt, sind in der ersten Person und geben eine persönliche Perspektive. Man lernt Eva sehr gut kennen in diesen Kapiteln. Sie zeigt sich als manchmal sarkastisch, eher ablehnend gegenüber der Welt und öfters auch gemein gegenüber anderen, vor allem Männern, gegenüber ihren Mitmenschen. Man merkt, dass sie eine Person ist, die innere Konflikte durchlebt. Die zweite Erzählerstimme erzählt die Geschichte von Gerda. Diese Geschichte wird nicht in der ersten Person erzählt, sondern in der dritten Person. Die Geschichte wird von einer allwissenden Stimme erzählt, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Die Stimme weiß nicht alles, das wird schon manchmal klar. Aber es ist eine sehr einfühlsame und offensichtlich weibliche Stimme, die Gerdas Geschichte voller Empathie dem Leser erzählt. In einem längeren Artikel, La storia di Eva Sutterulese ed Italiana, Intertestualità nel romanzo Eva dorme di Francesca Melandri,
La Storia di Elsa Morante, welcher in der Serie Ein Jahrhundert schweren Zusammenlebens und Secolo di difficile convivenza veröffentlicht worden ist, analysiere ich die Erzählerstimmen in diesen beiden Büchern, Eva Dorme und La Storia von Elsa Morante, etwas genauer. Wer sich also für das Thema von Erzählerstimmen interessiert, den verweise ich auf diesen Artikel, der auf Italienisch in dem Buch erschienen ist. Sowieso finde ich das Thema, wie man eine Geschichte oder wie man Geschichte in einem Roman erzählt, faszinierend. Francesca Melandri wollte offensichtlich die Geschichte Südtirols erzählen, aber nicht irgendjemandem. Sie wollte die Geschichte Südtirols einem italienischen Publikum südlich von Südtirols näherbringen, einem Leser, der nichts über die Geschichte Südtirols wusste. Das Buch ist an einen idealen Leser gerichtet, der nichts von der Geschichte Südtirols weiß. Das Buch ist nicht für einen Leser in Südtirol geschrieben, der schon ein gutes Verständnis von der Geschichte Südtirols hat. Wie erzählt man also solch eine Geschichte? Wie erzählt man Geschichte überhaupt? Das ist natürlich die Frage, die sich Francesca Melandri vor dem Schreiben ihres Buches gestellt haben muss. Wenn es um Geschichte geht, wird ja im Allgemeinen die große Geschichte erzählt, History, was man in Geschichtsbüchern liest. Was Francesca Melandri hier macht in diesem Buch, ist, sie konzentriert sich nicht auf die Makrogeschichte, sondern auf die Mikrogeschichte. Sie erzählt nicht his story, sondern her story. Sie fokussiert sich auf die Mikrogeschichte von einer einzelerziehenden Mutter und ihrer unehelichen Tochter. Und die große Geschichte Südtirols mit all ihren Konflikten wird durch die Linse eines unschuldigen Kindes, einer unschuldigen Frau und nachher eines unschuldigen Kindes ins Licht gebracht. Francesca Melandri ist natürlich nicht die erste Schriftstellerin, die so etwas macht. Elsa Morante macht das Gleiche in ihrem Buch La Storia. Und es ist über ihr Buch, über das Stefania Lucamante das Folgende sagt, wenn sie über die Erzählerstimmen von Frauen spricht. Und sagt, Frauen werden zu den Hauptprotagonisten und Erzählern der Geschichte. Sie sprechen für eine ganze Masse von Nicht-Zuschauern. Wie häufig bei Erzählungen mit weiblichen Stimmen, Autorinnen oder Erzählerinnen, beginnt der Mechanismus der Delegitimierung der dokumentierten Geschichte mit der Beseitigung der Autorität der herkömmlichen Erzählerstimme. Diese herkömmliche Erzählerstimme ist natürlich im Allgemeinen die männliche Erzählerstimme. Was Lucamante hier über Elsa Morante sagt, trifft auch perfekt auf Francesca Melandris Buch Eva schläft zu. Ich werde jetzt ein paar Beispiele geben, wie Francesca Melandri die Geschichte, die große Geschichte, History, durch die Augen der kleinen Protagonisten darstellt. Wie schon gesagt, benutze ich die Ausgabe von Wagenbach, die 10. Auflage von 2021. Seite 54. Gerda. Gerda war 12, als ihr Bruder sie eines Tages im November fragte, ob sie mit nach Bozen komme. Dort gäbe es ein großes Fest, sagte Peter. Die Straßen seien voller Menschen, wie bei dem Kirschtag. Es folgen zwei Seiten, in denen Peter, der große Bruder, der 10 Jahre älter als Gerda ist und in der Geschichte jedenfalls des Romans wichtig werden wird, näher beschrieben wird. Auf Seite 56 lesen wir. Einen Ausflug also mit Peter. Gerda hätte nicht sagen können, was von beidem ungewöhnlicher war. Tata und Mama würden nicht mitkommen, erklärte er ihr. Die interessieren sich nicht dafür.
Und Annemarie auch nicht, die als Dienstmädchen bei einer Familie arbeitete und sonntags nur den halben Tag frei hätte. Gerda und Peter treffen sich also mit anderen aus dem Dorf und klettern auf einen großen Lastwagen, der sich nach Bozen bewegt. Gerda war die Jüngste. Als sie auf den Lastwagen stieg, machten ihr die Männer ehrfürchtig Platz. Die Frauen boten ihr Roggenbrot und Hollundersaft aus filzumkleideten Trinkflaschen an. Noch nie hatte sie so viele Menschen auf einmal angelächelt. Als die Fahrzeuge sich in einem Corso in Bewegung setzten, formierten sich die Scheinwerfer zu einer Lichtergirlande, die auf Gerda noch festlicher wirkte als ein brennender Adventskranz. Die Menschen auf dem Laster begannen zu singen und mit noch kindlicher Stimme stimmte sie ein. Am Brunnen vor dem Tore sangen sie, wo der Wildbarsch rauscht und kein schöner Land. Sie hatte das Gefühl, noch zu träumen, denn so viele Menschen beieinander hatte sie noch nie gesehen. Ich überspringe hier ein bisschen. Überall sah man Spruchbänder und Schilder. Auf vielen las Gerda Volk in Not. Dann sieht sie den Redner, Seite 60. Auf dem unter dem Burgturm errichteten Podest stand ein Mann. Gerda hätte nicht sagen können, was knöcherner wirkte, er oder die Krücken, auf die er sich stützte. Alt war er nicht, aber er sah krank und äußerst gebrechlich aus. Frontheimkehrer, die ihre Erinnerung an den Krieg, der seit 12 Jahren zu Ende war, am Leibe trugen, hatte Gerda viele gesehen, ausgemergelte Gestalten, Männer, die eine Hand oder den ganzen Arm verloren hatten, oder aber ein Bein, wie dieser hier, der jetzt zu der Menge sprach. Das Glied, das nicht mehr da war, schmerzte weiter, ein Schmerz, der in den restlichen Körper ausstrahlte und ihm, einem Vampir ähnlich, das Leben aussaugte und ihn verdorren ließ. Der abgemagerte Mann dort vorne schien unter solchen Symptomen zu leiden. Seine Stimme klang gepresst, metallisch, keineswegs wie die eines Redners. Und doch hörten ihm alle in gebannter Stille zu. Hier auf Seite 61, in der Mitte des ersten Paragraphs, ändert sich jetzt der Point of View des Erzählers. Bis hier waren wir in Gerdas Kopf, die sich alles aus den Augen eines Kindes ansah. Jetzt aber ändert sich der Point of View des Erzählers und wird mehr historisch und geht eher in die große Geschichte über. Im gleichen Paragraph wird geschrieben: Nur als er den Innenminister Zambroni erwähnte, musste er abbrechen, weil sich ein Pfeifkonzert erhoben hatte. Aber das brachte ihn nicht aus dem Konzept. Er wartete ruhig, zeigte keine Anzeichen von Ungeduld, ließ es geschehen, dass die Menge nach Herzenslust diesen Vertreter der italienischen Regierung auspfiff. Auf dem Rest der Seite wird beschrieben, wie die Pfiffe gegen Tambroni für mehrere Minuten anhalten und wie die Carabinieri, die italienische Militärpolizei, immer unruhiger wird. Dann wird geschrieben: Er konnte wirklich zufrieden sein. Und wir, beziehungsweise der italienische Leser, liest zum ersten Mal, wer dieser ausgemergelte alte Mann überhaupt ist. Denn bis jetzt wurde er nicht beschrieben, beziehungsweise beschrieben wohl, aber sein Name wurde nicht gegeben. Ein Leser aus Südtirol weiß selbstverständlich, wer er ist, aber ein Leser südlich von Südtirol weiß nicht, wer dieser Mann ist. Es wird geschrieben, Seite 61 ganz unten. Vor ihm, Silvius Magnago, war an diesem 17. November 1957 bei der Burg Sigmundskron eine Menge von mindestens 30.000-40.000 Menschen versammelt. Bei einer Südtiroler Gesamtbevölkerung von gerade mal 300.000 Seelen war das mindestens jeder Zehnte. Hier ist ganz klar ein Erzähler am Werke, der jetzt die große Geschichte beschreibt. Aber es geht direkt zu Gerda und Peter zurück. Wie Gerda und Peter hatten sie sich in tiefster Nacht mit Lastwagen, Bussen, Autos, Motorrädern oder Traktoren auf den Weg gemacht. Sie kamen aus der Umgebung von Bozen, aus dem nahen Überetsch, aber auch aus den weiter entfernten Regionen, dem Ahrntal, dem Passertal, dem Matelltal,
dem Xisertal, aus Schlanders oder dem Winschgau. Dann wird beschrieben, wie der Schrei Los von Trient zu dem Schrei Los von Rom wird. Und es hört auf mit Magnago presste die dünnen Lippen zusammen, während die jungen Aktivisten von den Carabinieri abgeführt wurden. Das Alpini-Denkmal in Bruneck begleitet durch fast das gesamte Buch. Gerdas älterer Bruder Peter ist in den 50er und 60er Jahren zunehmend radikalisiert. Anfangs macht er nur in kleinen Aktionen mit. Er beschmiert zum Beispiel das Denkmal mit roter und weißer Farbe. Direkt nach Sigmundskron liest man: Ein gutes Jahr später wurde das Alpino-Denkmal in dem Städtchen, in dem die Hubers lebten, erneut Ziel eines Anschlags. Seite 63. Dieses Mal blieb es nicht bei weißer und roter Farbe, jener beinahe harmlosen, an einen Studentenstreich erinnernden Provokation. Nein, nun war es Dynamit, das den Sockel zerriss. Der Granitewastel aber blieb fast heil. Der Sprengsatz hatte nicht richtig gezündet. Dieses Mal passiert also nichts. Peter wird aber auch in den Anschlägen in der Feuernacht und gegen Masten und so weiter involviert sein. Der Hochpunkt des Buches fängt auf Seite 195 an. Dort wird die Radikalisierung, die nach den Aktionen der Feuernacht vorkommt, in dem Kapitel 1964 beschrieben. Die Erzählerstimme spaltet sich wieder. Auf der einen Seite findet eine Analyse der politischen Situation statt. Auf der anderen Seite wird beschrieben, wie Peter sich in dieser verzwickten Situation wiederfindet. Auf Seite 195 liest man: In jenem Sommer 1964 waren sie wirklich alle nach Südtirol gekommen, um in die Glut zu blasen und das Feuer zu entfachen. Begonnen hatte es mit einigen polizeilich gesuchten Mitgliedern des BAS, die sich von der Gruppe abspalteten, weil ihnen das Vorgehen der Bumser zu harmlos schien. Anschläge gegen Hochspannungsmasten brächten nichts, erklärten sie. Um die Heimat Südtirol zu befreien, seien bewaffnete Guerilla-Aktionen notwendig. Und wenn dabei Blut fließen sollte, müsse man das eben hinnehmen. Nach und nach waren sie alle aufgetaucht. Die österreichischen Neonazis, die sich intellektuell gebenden Mitglieder der NPD, der Wiedergeburt von Hitlers NSDAP, ein Sammelbecken unbelehrbarer Anhänger eines Deutschland über alles, die italienischen Neofaschisten, die rechtsradikalen Burschenschaften österreichischer Universitäten, der KGB, der von der sowjetischen Botschaft in Wien aus Kontakt zu den radikalsten Terroristen aufgenommen hatte, die Agenten italienischer und amerikanischer, österreichischer und deutscher Geheimdienste. Ja, selbst die Belgier waren vertreten. So tummelten sich wirklich alle im schönen Südtirol, dem Land der nach frisch gemähtem Gras duftenden Wiesen, der rosaroten Felsen, der von Rhododendron entflammten Steinmauern. Alles war bereit, ein Funken würde reichen, um das Feuer zu entfachen. Von all dem hatte Peter keine oder nur eine sehr vage Ahnung. Dabei hatte auch er an subversiven Treffen in Almhütten gleich jenseits der Grenze teilgenommen und Leute kennengelernt, die so ganz anders als die zu Hause waren. Studenten mit dicken Hornbrillen zum Beispiel, die mit Wiener Akzent Verse aus den Räubern deklamierten, als habe Schiller sie eigens für sie verfasst und dabei pathetisch die kalte Luft der Alpennächte tief in sich einsogen, felsenfest davon überzeugt, einen historischen Augenblick zu erleben. Da war ein junger Assistent von der Innsbrucker Universität, ein Mann mit wulstigen Lippen und fleischigen Fingern, redegewandt trotz der von Übergewicht rührenden Kurzatmigkeit, der meinte, nicht zu spät geboren worden zu sein, um noch vom tausendjährigen Reich zu träumen. Oder ein Chemiker aus Bayern, der Peter beibrachte, wie man eine Bombe bastelte, und dessen Finger mit der Präzision und Leichtigkeit von Schmetterlingen auf einer Blumenwiese über Sprengstoff und Zünder glitten. Aber niemand von ihnen sprach jemals über die Tatsache, dass Peter sich in einer Fremdsprache verständlich machen musste, um im Rathaus irgendeine Bescheinigung zu erhalten, oder dass er lange keine Arbeit hatte finden können, weil er der falschen Volksgruppe angehörte. Nein, diese Leute hatten andere Themen. Nationaler Befreiungskampf, Blut und Boden, bedrohtes Grenzland-Deutschtum,
Volks- und Kulturgemeinschaft, Ausdehnung des deutschen Volkes in seinem rechtsmäßigen Lebensraum. Peter wusste gar nichts von diesen Leuten, stellte aber auch keine Fragen. Er wusste nicht, dass sie bereits Sprengsätze nach Italien geschmuggelt hatten und dort an konkreten Plänen arbeiten, die abenteuerliche Namen trugen. Operation Sophia Loren etwa, eine Anschlagsserie auf von italienischen Soldaten besuchten Bolzacchinos, die aber nicht in die Tat umgesetzt wurde. Operation Panik, Anschläge auf den öffentlichen Nahverkehr einiger großer italienischen Städte mit vielen Verletzten in einer römischen Straßenbahn. Operation Eisenbahnterror, eine Bombendetonation am Bahnhof von Verona mit rund 20 Verletzten. Und endlich auch, nachdem man lange darauf hingearbeitet hatte, dem ersten Toten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt merken wir Leser, dass die Leute, mit denen wir mitfiebern, unsere Protagonisten, die Hauptdarsteller unserer Geschichte, für die große Geschichte, die Geschichte, die in Geschichtsbüchern steht, von absolut gar keiner Bedeutung sind. Sie sind nur Randfiguren. Ein paar Seiten später, auf Seite 208, finden wir uns in Tesselberg, Montasilone, wieder. Dort werden einige der Terroristen gesucht, über die wir gerade gelesen haben. Hier findet eine Razzie statt, über die vor dem Buch von Francesca Melandri noch nicht viel bekannt war. Ein Colonello von den Carabinieri hat den ausdrücklichen Befehl erhalten, die Leute in Tesselberg zusammenzutreiben und das Dorf und die Menschen dort zu vernichten. Natürlich finden wir dort auch wieder die Protagonisten unserer Geschichte wieder. Die kleine Eva wohnt dort. Ihr bester Freund Uli auch. Und es ist nur, weil einer der Befehlshaber der Carabinieri-Einheit genug Zivilcourage beweist und sich weigert, den Befehl auszurichten, dass sie überhaupt überleben. Diese Geschichte kann auf Seiten 208 bis 215 noch einmal gelesen werden. Manchmal geht es einfach nicht, dass einer der Hauptdarsteller, einer der Protagonisten an einem geschichtlichen Ereignis teilnehmen. Das passiert zum Beispiel in dem Buch Eva Dorme, Eva schläft, mit den Ereignissen an der Cima Vallone der Porzerscharte. So denkt Eva Melandri sich etwas anderes aus. Seite 273. Die alte Frau war um die 60, aber in den 10 oder 20 Jahren würde sie auch nicht viel anders aussehen. Sie trug ein Kopftuch, das unter dem Kinn verknotet war, und auf ihren Wangen zeichnete sich ein Geflecht purpurner Äderchen ab. Ihr Rücken war krumm, eine Schulter hing ein wenig herab, und sie stützte sich mit beiden Händen auf den Knauf eines Stockes, den sie gerade vor sich hielt. Sie trug einen langen Rock, wie auch schon ihre Mutter und ihre Großmutter. Das 20. Jahrhundert, das jetzt schon zu zwei Dritteln vorüber war, hatte ihr sehr viel genommen, aber immerhin genügend Stoff für Röcke und Kleider gelassen. Über dem Rock hatte sie den enzianfarben Bauernschutz an und an den Füßen Babuschen aus grauem Waldkloten. Vor ihr waren vier mit weißen Tüchern bedeckte Särge aufgestellt. Darum herum Blumen, hohe Kerzen. Die Alpini der Ehrenwache waren ebenso jung wie die, die bis gestern noch ihre Kameraden waren und nun in den Särgen lagen. In wachsamer Ruhestellung, die Arme auf dem Rücken, standen sie da, und ihre Blicke wirkten traurig, aber gefasst, wohl wissend, dass sich an dem Unglück, das geschehen war, nichts mehr ändern ließ und das, was nun kommen würde, noch nicht eingetreten war. Wenige Stunden zuvor hatte Ministerpräsident Aldo Moro den vier Terroropfern die letzte Ehre erwiesen. Lange hatte auch er vor den Särgen gestanden, die Hände gefaltet, die Schultern gesenkt, im Gesicht die Verlegenheit, die das Mitleid hervorrief. Was geschehen war, ist eine Attacke an der Porzerscharte, in der vier Alpini ihr Leben gelassen hatten. Eva Melandri hat keinen ihrer Hauptdarsteller dorthin herbeibeten können. Das wäre mit der Geschichte nicht vereinbar gewesen. Also benutzt sie eine unbenannte Frau, eine ältere Frau, um uns an der Geschichte teilnehmen zu lassen. Wir sehen also, was dort passiert, durch die Augen einer alten Frau. Und wir lernen. Die Namen der vier Alpini kannte sie nicht.
Vielleicht hatte man sie ihr genannt, aber es waren italienische Namen und daher nicht leicht zu merken. Aber sie bedeuteten ihr auch nichts, diese Namen. Sie waren das, was am wenigsten zählte. Sanft fuhr sie mit der Hand über jeden einzelnen Sarg. Sie waren verschlossen. Minen kennen keine Rücksicht mit ihren Körpern, die sie berühren. Mehr als ein Vierteljahrhundert zuvor hatte der Krieg der Frau alle vier Söhne genommen, die ungefähr das Alter der vier Gebirgsjäger in den geschlossenen Särgen hatten. Von diesen Söhnen hatte die Frau niemals Abschied nehmen können. Um sie zu beweinen, hatte sie nur die Briefe der Kommandanten, in denen man ihr deren Tod mitgeteilt hatte. Ihre Namen, ja, die gab es noch, eingemeißelt in die Marmorplatte am Friedhofseingang, zusammen mit denen der anderen Gefallen aus ihrem Ort. Doch Namen nützten einem nichts mehr. Ein Name konnte kein Heu mehr mähen, keine Schindel auf dem Dach reparieren, einem nicht die Freunde eines Enkelkindes schenken. Namen waren wirklich das, was am wenigsten zählte. Die vier jungen Männer waren getötet worden, genau wie ihre Söhne. Was machte es da, dass sie nicht Sepp, Gerd, Manfred und Hans hießen, sondern Francesco, Mario, Olivo und Armando? Auch der Name des Ortes, wo sie gestorben waren, zählten wenig. Porzasciate oder Cimavallone, hatte das irgendeine Bedeutung? Die vier waren tot. Ihre Söhne waren tot und für die Toten konnte man nur noch beten. Die alte Frau nahm den Rosenkranz aus der Schürztasche und begann. Hier versucht Francesca Melandri wirklich eine Brücke zu schlagen zwischen italienischen Gefallenen und zwischen den Gefallenen aus Südtirol. Oder überhaupt zwischen Gefallenen eines jeglichen Krieges, eines jeglichen Terroranschlages, wer auch immer diese Gefallenen sein mögen. Und sie macht das durch die Augen einer Frau, deren Alter wir noch nicht mal richtig kennen, durch die Augen einer Frau, die Söhne verloren hat. Denn im Ende sind all diese Opfer junge Männer, Söhne einer Mutter. Wenn es zu den Treffen zwischen Silvius Magnago und Aldo Moro in Meran kommt, nimmt sich Francesca Melandri ein paar Freiheiten. In einem Buch, das im Allgemeinen sehr, sehr, sehr gut recherchiert ist und sehr genau in die Geschichte eingeht, wird ein kleines Detail geändert. Und zwar treffen sich Magnago und Aldo Moro in Meran, was historisch nicht korrekt ist, und sie treffen sich in dem Restaurant, in dem Gerda als Hilfsköchin arbeitet. Aber das ist wirklich ein ganz kleines Detail. Wir hören nichts davon, was in den Gesprächen stattfindet. Worüber wir als Leser erfahren, ist die minutiöse Vorbereitung des Festessens und vor allem, wie die Delegation aus Rom auf das Südtiroler Essen reagiert, was für sie natürlich absolut ungewöhnlich ist. Es ist Gerda, die alles vorbereitet, was mit Fleisch zu tun hat, denn Herr Neumann, ihr Chef, fällt an diesem Tag aus. So war es also Gerda, lesen wir auf Seite 244, die die Wiener Schnitzel, mittlerweile ihre Spezialität, für die Ehrengäste zubereitete, die an einem Sonntag im Jahr 1965 an den Tischen in Frau Meyers Haus Platz nahmen. Wir erfahren dann, wie auf jeden Gang reagiert wird und wer genau was isst. Am Ende des Mahls besuchen Magnago und Aldo Moro alle die, die das Essen zubereitet haben. Seite 250. Als das Mahl beendet war, wuschen sich Herr Neumann, der zwar dabei ist, aber nicht vorbereitet hat, Gerda, Hubert, Elmer und das gesamte Küchenpersonal die Hände, rückten sich die weißen Kochmützen auf den Kopf zurecht und stellten sich unter den vor Stolz glänzenden Augen Frau Meyers, der Hotelbesetzerin, in einer Reihe im Saal auf, um die illustren Gäste zu begrüßen. Von Aldo Moro bekam Gerda kaum etwas mit. Weder begegnete sie seinem Blick, noch vernahm sie seinen Gruß. Später hätte sie nicht einmal zu sagen vermocht, ob seine Hand die ihre gestreift hatte. Als ihr aber Silvius Magnago die Hand gab, erkannte sie jenen hageren Mann wieder, den sie damals als kleines Mädchen auf der Burg Sigmundskron erlebt hatte. Die riesige Menschenmenge steuernd wie ein Kapitän sein Schiff. Seitdem waren gerade mal 10 Jahre verstrichen. Aber jetzt sah er schon wie ein alter Mann aus. Dabei war es doch nicht der Obmann, dachte Gerda, den das Leben stärker verändert hatte, sondern sie. Und bei diesem Gedanken verspürte sie einen Stolz, der so durch und durch ging wie die scharfen Küchenmesser des Herrn Neumanns durch ein großes Stück Fleisch. Nicht für alle war die Befriedung Südtirols, die sich jetzt abzuzeichnen begann, eine gute Nachricht.
Wieder gab es Leute, die den Prozess zu behindern trachten. Viele, viele Seiten später, auf Seite 377, erfahren wir etwas darüber, was während dieser Begegnung zwischen Silvius Magnago und Aldo Moro gesprochen wurde. Wir lesen: Man könnte fast glauben, hatte Magnago zu Moro gesagt, manche Leute seien daran interessiert, Italien keine echte Demokratie werden zu lassen. Und auf Seite 376 lesen wir einen intimen Gedanken von Magnago. Ja, so war es. Die Donnerschläge, Gewitter und Stürme, die seine Heimat in den Jahren zwischen 1957 und 1969 erschüttert hatten, waren aus diesem Blickwinkel betrachtet nur das Vorgeplänkel für etwas viel Größeres und Weitreichenderes gewesen. Für etwas, dessen Generalprobe, Magnago erschrak selbst, als er diesen Gedanken nur dachte, hier in Südtirol stattgefunden hatte. Für etwas, was bei ihnen in Südtirol erlernt worden war. Woran Magnago hier natürlich denkt, sind die terroristischen Attacken, die in Italien in 1968 anfingen und für die nächsten Jahrzehnte dort weitergingen. Gegen Ende des Buches ist eins der stärksten Kapitel, eines der Kapitel mit dem meisten Pathos. Es handelt sich um den 9. Mai 1978. Die Erzählerstimme in der dritten Person erzählt dieses Mal vom Point of View von Silvius Magnago. Dieser Anruf, einer der schlimmsten, den er je bekommen hatte, erreichte ihn nicht mitten in der Nacht und auch nicht im Morgengrauen. Der Apparat klingelte zu einem trügerisch friedlichen Zeitpunkt, gleich nach dem Mittagessen, als Magnago gerade mit seiner Frau Sophia den Espresso eingenommen hatte und sich anschickte, ins Büro zurückzukehren. Eine bekannte Stimme mit römischem Akzent meldete sich und berichtete ihm von dem roten Renault, von der Straße, wo er gefunden wurde, wo in der Nähe die beiden größten Parteien Italiens ihren Sitz hatte, von der Leiche unter der Decke. Magnago ließ sich auf den Stuhl sinken und legte eine Hand an die Stirn. Sie möge den Fernseher einschalten, bat er sie. Man sah die Leiche, die zusammengekrümmt im Kofferraum lag. Die Scharen von Polizisten. Ein Priester, der die letzte Ölung spendete. Das Magnago wohlvertraute, intelligente Gesicht des Mannes hatte jetzt einen langen Bart nach den vielen Tagen der Angst und des Schreckens in der Gefangenschaft der Terroristen. Da war sie, die volle Zerstörungskraft des Hurrikans. Aldo Moro war umgebracht worden. Magnago barg das Gesicht in den Händen, ließ die Stirn an die Brust seiner Frau neben ihm sinken und weinte. Ich habe vorher schon von dem idealen Leser dieses Buches gesprochen, von der Target Audience. Die Target Audience würde natürlich, sobald man von dem Renault spricht, schon kapiert haben, um was es hier geht. Denn Aldo Moro für die Target Audience in Italien ist natürlich ein vielleicht noch größerer Begriff als Silvius Magnago für den Südtiroler Leser. An jenem 9. Mai, lesen wir weiter auf Seite 403, stand auch Gerda vor dem Fernsehgerät. Frau Meier, die Gäste, die Kellner, Köche und Hilfsköche, alle starrten sie gemeinsam schweigend auf den Bildschirm. Aus dieser Gruppe waren nur Gerda, Elmer und Frau Meier bei dem Bankett dabei gewesen, das der Obmann Magnago viele Jahre zuvor zu Ehren Aldo Moros in eben diesem Raum gegeben hatte. Das übrige Personal war später eingestellt worden. Gerda dachte daran zurück, wie sie sich in einer Reihe postierte und den hohen Gästen die Hand geschüttelt hatte. Sie versuchte sich auch an Moros Augen zu erinnern, aber dann fiel ihr ein, dass er den Blick gesenkt hielt, während er ihre Hand ergriff, zu einer Geste, die sie kaum als Händedruck bezeichnen konnte, oder als der Händedruck eines mit Sicherheit körperlich schwachen, vielleicht sogar wehlosen Mannes. Wieso mochte diese Leute wohl einen solch sanft Menschen ermordet haben? Und ebenso wenig hatte es irgendein Mensch, egal ob unbedeutend oder mächtig, verdient, dann noch auf diese unwürdige Weise, wie eine Kiste oder eine Reisetasche, in einem Kofferraum verfrachtet zu werden. Hier sehen wir natürlich wieder den Point of View eines unschuldigen Menschen, einer jungen Frau, die einfach nicht kapiert, wie ein Mensch, der so gebrechlich, alt, nett scheint, in einem Kofferraum verfrachtet zu werden, nachdem er ermordet worden ist. Das ist natürlich jemand, der nicht versteht, was große politische Zusammenhänge hier zu tun haben. Noch weiter auf Seite 403.
Dies war aber nicht der schlimmste Tag, denn für die Hinterbliebenen ist jeder neue Mord schlimmer als die zuvor. Und auch danach sollte es in Italien noch viele, zu viele Gewaltopfer zu betrauern geben. Im Vergleich dazu waren die Anschläge, die es in Südtirol noch gelegentlich gab, wie jene Knallererbsen, die lange nach Silvester erst explodieren. Kinkerlitzchen, Feuerwerkskörper gemessen an dem, was im übrigen Italien geschah. Die verschiedenen Erzählerstimmen in dem Buch Eva schläft tragen also Besonderheiten zu diesem Buch herbei. In der dritten Erzählerstimme kommen immer wieder akkurate politisch-historische Analysen hervor. Diese sind aber nicht so präsent, dass man sie als solche empfindet. Man muss schon ein bisschen danach suchen, um sie auch wirklich zu finden. Ich hoffe, in meiner Analyse von verschiedenen Passagen habe ich sie ein bisschen aufgedeckt. Philosophische Reflexionen kommen auch immer wieder hervor. Auch immer wieder in den Kapiteln, wo die dritte Erzählerstimme benutzt wird. Die Versöhnung von den zwei Geschichten, von der Südtiroler Geschichte und von der italienischen Geschichte, kommt im Allgemeinen auch immer wieder dort hervor, wo die politisch-historische Analyse und die philosophischen Reflexionen benutzt werden. Aber all dieses wird in der persönlichen Geschichte von Gerda und von Eva vereint. Über diese persönliche Geschichte, die ja eigentlich der Inhalt des Buches ist, habe ich jetzt nicht viel geredet. Aber natürlich ist die Verbindung von Italien und von Südtirol der eigentliche Inhalt dieses Buches, auch die Geschichte einer Versöhnung. Ich hoffe, dass dieser Vortrag für Sie interessant war und ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören.